Immer öfter werden Briefe und Pakete verspätet zugestellt. Besonders betroffen ist Berlin. Verärgerte Kunden und frustrierte Mitarbeiter, das waren auch Themen bei der heutigen Betriebsversammlung der Deutschen Post in Berlin. Vor allem in der Hauptstadt läuft es nicht rund. Die Bundesnetzagentur hat dieses Jahr bereits mehrere hundert schriftliche Beschwerden gezählt. Die Post führt die Probleme darauf zurück, dass viele Zusteller krankgemeldet seien. Mitarbeiter machen jedoch auch strukturelle Gründe dafür verantwortlich. Die Post hat immer nur mit befristeten Arbeitsverträgen gearbeitet, mit Kettenbefristungen. Und die haben teilweise Auszubildende nicht übernommen. Für Brandenburg sieht die Gewerkschaft weniger Probleme. Allerdings, auch hier wächst die Unzufriedenheit. Zwar ist die Zahl der Beschwerden im Vergleich zu Berlin deutlich geringer. Trotzdem zählte die Bundesnetzagentur bis September bereits 17% mehr schriftliche Beschwerden als im Jahr zuvor.